machen muss ich doch nochmal besser sagen, damit der DDR-Bürger das auch versteht. Also man konnte sie hypnotisieren, man hat sie einfach betäubt mit Narkotika, indem man das einfach in den Teppich gekippt hat. Es gibt ja hier, die wissen gar nicht. Dann sind sie da umgefallen, dann war man drin. Vorher hatten sie nur einen kurzen Besuch und dann hat man alle Fenster zugemacht. Das ist eine schöne hohe Narkotika-Konzentration haben und dann merken sie gar nicht, dass sie zusammen sind. Das ist das Problem dabei. So, dann ist man gleich bei ihnen dran. So, und dann fragt man, wo ist der Spaß drum? Ja, den plündert man dann auch, bin ich zur Hälfte oder was weiß ich. Und dann redet man ihnen gleich ein, wie viel Geld sie haben. Das haben sie mit uns auch noch gemacht. Ne? Also unser Safe war schon längst leer. Hat man uns immer noch eingeredet, dass Geld da war. Ne? Denn wie wir rausgeschmissen werden sollten, hatten wir noch einen kleinen Notgroschen. Ne? Und der war dann auch nicht mehr drin. Ich weiß es gar nicht. 500 Mark oder 1000 Mark waren das. Die wir noch im Safe hatten zum Schluss. Die wir uns wirklich vom Mord abgespart haben, damit sowas sah. Weil der alles gegen uns gearbeitet hat und das doch, ja. Dann gehe ich noch ran am Safe und dann. Da leer. Ingrid hatte den Schlüssel, dass man glaubt, den Safe nicht aufbringen. Gab's mir doch damals noch. Das ist meine Mutter. Ich verstand immer nicht, warum sie so blöd ist. Das heißt, das verstehen wir auch heute nicht. So, ja. So erging das den DDR-Bürgern, das können sie im Prinzip bei uns genau nachlesen und sehen. Und schön, dass wir es rausgekriegt haben und deshalb brauchen wir noch heute die Stasi-Akten nicht mehr. Die Täter, die verraten sich schon selbst. So, wir fangen an mit meiner Kompanie und meinem Zug. Und dann geht es immer weiter. So, und so eine Affen wie Dangeleit und Röhrdanz, die sind da ganz oben. Diese Penner mischen da ganz oben mit und wussten alles. Ne? Weil der Röhrdanz hat mal in seinem Suff und unter Drogen mal den Lieblingsbaum, die Lieblingstanne oder was das war. Oder Fichte war das wohl. Der Fichte oder Kiefer vom Oberst abgesägt. Das war vor seinem Fenster. In Deko da, wo wir da, wo die Wachen sich ganz einfach da gelegt hat, ne? Also wo sie da stationiert war. Dann hat er ihm seinen Lieblingsbaum abgesägt, den hat er irgendwo zu Weihnachten oder auch mal geschmückt. Ich weiß nicht genau, der wuchs dann draußen da vor ihm, den hat er abgesägt. Und hat auch nichts gekriegt. So, ach, da fällt mir noch ein, und bei mir war das so, auch das leuchtet jetzt alles an. Hab da erzählt, für gar nichts wurde ich immer gleich bestraft und kam dann immer gleich ins Gefängnis. Auch zur Stasi-Zeit, ne? Also im Bunker oder so, glaube ich. Dann war das bei der Armee, weiß nicht genau, war ja nicht bei der Armee. War ja nur bei der Stasi. So, und da wird es genauso gelaufen sein wie mit anderen. So bin ich dann im Zeit nach Russland gekommen und hab gedacht, ich sitze dann da. Weil ich kriege ja dann noch nichts mit, was da weiter passiert. Und dann komme ich wieder raus und bin wieder da. Also war ich auch gar nicht im Gefängnis, sondern immer in Russland. So, und ich wurde oft verhaftet. Also was heißt verhaftet? Also oft bestraft und musste dann meine Strafe ansehen. Nicht zuletzt immer von Oberst Henschel. Extra Behandlung. Aber so einfach ist das denn, auch darauf hätten sie schon selbst kommen können. Wenn sie das sind alles Leben, ne? So einfach ist das alles. So, des Weiteren gab es da also auf jeden Fall riesigen Fahrzeugklau und auch Stasi-organisierten Diebstahl. Weil ich habe nicht viel mitbekommen, ne? Also ich erinnere mich aber, dass Peter Geißler eine LKW-Ladung, also von einem 4,5 Tonnen LKW bekommen hat mit Sperrholzplatten, die schon mit Furnier beschichtet waren, also nicht mit echtem Furnier, also mit diesem abfotografierten Furnier, wie zu DDR-Zeiten in Gang und Gäbe war, außerdem mit Stammgaben. Heute denke ich mir, dass die Genossen das nachts da einfach geklaut haben. In einem Einsatz. Weil, das weiß ich zufällig, Ingrid Geißler hat so geweint und hat sich aufgeregt, dass sie die ganzen Platten vom LKW
im Keller ertragen musste, ganz alleine. Da hat sie natürlich ein bisschen gelogen. Das hat sie nicht geschafft. Da war sie zu dick, weil sie zu faul war, hatte sie die Kondition auch gar nicht, oder? So, aber diese ganzen Platten wurden dann vor ihrer richtigen Wohnung abgeladen einfach. Und dann mussten sie so da die ganze, alles was da zu Hause war, die haben sie dann reingebracht. Weil ich habe nämlich gleich geguckt im Keller und auch gleich draußen am Rasen geguckt. Da gab es keine Abdrücke. Hab mich schon gewundert. Nein, ich dachte, das sind Platten. Vielleicht verteilt sich die Last ein bisschen. So in dem Keller waren vielleicht 10 so eine Platten. Ich dachte, ja, war die Spinnen immer, die haben immer gelogen. Ne? Also, habe ich auch nicht weiter nachgefragt, aber heute kann ich es richtig einteilen, weil ich habe dann auch immer hier bei Edith Herzberg, seiner Mutter, so diese Platten gesehen. Denn in seiner Garage hat er dann da das Borken gemacht und so. Und überall tauchten dann immer diese Platten auf, also hatten sie tatsächlich diese Platten. So, das war eben organisiert von der Stasi. Dann gingen sie eben nachts rein und haben da die Platten geklaut. Weil so doll war das nicht bewacht. Da war ein Zaun, da gab es einen Pförtner. Das war's zu dieser Zeit. Ne? Nur im Hafen und so fuhr dann auch Hafenpolizei rum. Ich weiß nicht, ob da auch echte Volkspolizei rum fuhr. Es hat noch die Uniformen, diese Fahrzeuge. Weil man da ja fliehen konnte, aber sonst. Das war ja so, das hat ja auch immer die Stasi gesagt, der große Zaun ist doch dicht und es kann keiner entfliehen, wenn er irgendwo stiert. Also hat man den Pförtner betäubt, ihm vielleicht auch vorher bloß einmal eine Flasche spendiert. Das waren meistens Saufköpfe, die dann auch nachts gearbeitet haben. Und dann hat man die ganze Firma für sich gehabt. Dann hat man da den IM geholt, der auch hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi war. Der hat sich ja dann auch ausgekannt in der Firma und den hat man schon geklaut. So, ich möchte nochmal unterbrechen.